Also Leute, da habe ich doch tatsächlich seit 1993, weiß ich was, von Einheit um Einander, die totale Verschränkung. Und jetzt erst denke ich drüber nach, was macht so all um einer, wenn es sich bewegt gegenüber was anderes. Es zieht die um einen rechts zusammen und auf der Rückfahrt macht es auf. Ganz klar. Und das macht die ganze Bewegung, das bestimmt die ganze Bewegung im All. Und jetzt hebe ich fest, eine blöde Idee, spät drauf kommen, aber jetzt habe ich's. So bewegt sich das All. Da macht die Erde, macht die Fahrt. Da kommt der Sonnenwind, sie macht Fahrt in Richtung Sonnenwind. Also es muss was entgegenkommen, es muss mal die Seite umeint wird. Und schon zieht es zu, zieht es da immer weiter zu und macht da immer weiter auf. Und das macht jedes Materieteilchen und macht die Kosmos und macht die Sentius. Zieht vorne, hat vorne einen Zuziehmoment und hinter eine so Art, wie soll man sagen, so ein Schweif, das hinter nachzieht. Das war das eine und dann ist eine ganze Menge so Schweif mal aufgeführt. Da zieht zu und jagt gleichzeitig auseinander. Das ist aber nur eu, schießt da raus. Wieso soll so eine Supernova explodieren? Die explodiert an zwei Stellen wahrscheinlich gleichzeitig zuerst mal. Und nicht gleich in einem, in einer ganzen Schale. Irgendwo fängt es an und sie hat Verbindung zu gegenüber. Und dann schießt da was weg, schießt hier mehrere Prickel weg und zieht hier zusammen und macht hier auf. Die Materie. Das ist also ja, optimale Bilder, wo gleichzeitig wegstrahlen und Zuzieher vorhanden ist. Und so sind eine ganze Menge. Das dauert jetzt eine Minute. Das ist jetzt zufällig leer. Da ist richtig zugezogen. Außer, das ist noch nicht der Hammer. Also hier schießt was und macht so einen Schweif. Übrigens blitzsauber rechtwinklig. Weil die Seitlinie war der Edum eint. Die Umeinung von denen, die seitlich, die ändert sich ja dadurch, dass er fährt. Von hier in der Mitte sauber zu, hier zieht es zu ohne Ende und hier ballt sich zu und da spritzt es weg. Also da fliegt ein Objekt in die Richtung und fliegt ein Objekt in die Richtung. So war die plötzlich glasklar. Warum diese? Und das machen sie ständig. Hier schwitzt sich so, hier spreut das nächste. Das muss ich genießen, das ist doch der Hammer. Und noch deutlicher sieht man es nicht mehr. Hier, wupp, blass auseinander. Hier zieht es zusammen, hier zieht es zusammen, das zieht es zusammen. Spitzig zugeneigt. Irrengeil, wisst ihr, was die gibt? So eine schöne Balle. Zieht hier zusammen. Macht hier auf. Es spitzt sich zu in Fahrtrichtung. Wieder anders. Nein, das ist das gleiche wie vorher. So in Seiteraussicht. Spritzt auf, Kugel rund, blas auf und zieht zusammen wie eine Zwiebel. Das sind jetzt schon recht große Dimensionen. Aber die kleine Dimension, da war mit 100% sicher in 3 Tagen lang sucht, weil mir das dermaßen juckt, dass ich da jetzt gleich einen Film drehen kann. Nochmal ein Sinn, also irre, ja. Zieht zu und bläht hier auf. Und auch die vielen Strahlen. So eine filigrane Form. Das ist schon so ein Universum, extrem filigran. Und keiner traut dem Atom zu, dass es andere umeint.
Da haben wir die Super Voids. Das ist nochmal also ein Gemälde. Da sieht man, da zieht wie gehabt, zieht zusammen, macht er auf. Und aber was hier besonders schön zu sehen ist, hier so richtige Zusammenziehriss. Diese Riss, wie es der richtig nach hinten wegzieht. Bemerkenswert. Da sieht man auch einen schönen Film. Da kommen zwei Sachen zusammen. Also das ist schon mal gut. Vorne zu, hinter macht's auf. Aber es schiebt gleich los. Habe ich da einen Quassler eingeschaltet, machen wir aus. Ja, jetzt leg schon los. Jetzt hat da zuziehen und das Gegenteil. Das sieht dann jetzt so deutlich aus. Und jetzt schiebt es mal ein. Jetzt schiebt es zusammen. Vorne blau, hinter grün. Da genauso. Da zieht es zu. Da verengt sich's. Schau an. So sieht es aus. Da zuzieht im Moment, da macht's auf. Der Trieber auch in etwa. So, das ganze Universum, was sich bewegt, spielt sich in dem Formelkanon ab. Das ist der vorherige. Da geht es noch weiter auf. Neu halt, jetzt kommen wir ins Zwischenstadium. Dieser schöne Ding. Was sagen wir dazu? In welche Richtung webt es fort? Also was ich da besonders bewundere, ist diese viele Hoppala um das Ding rum. Ist das nicht goldig? Also das Objekt steht vermutlich, schiebt es in die Richtung und macht hier einen wunderschönen Trichter. Geht hier breit, geht hier einigermaßen spitz zu. Ist eine gigantische Wolke von 60 Galaxien, die man gar nicht mehr sieht. Weil die Staubwolke so groß ist, da zieht sie sich auch irgendwie rum. Oh, die bewegt sich sogar in die Richtung. Das ist die eine Wolke. Und das, oh, das ist auch so ein Nebel. Zu, rot, eng, weit. Und sogar hier geht's rum. Der blaue Ring, perfekt rund. Das ist so Ding. Das ist der andere Void. Da würde ich vermuten. Da könnte man sagen, okay, da geht es ein bisschen in den Trichter und es schiebt an. Nein, es schiebt wahrscheinlich in die Richtung. Diese boltscharfe Kante, das ist ja schon sagenhaft. Also das Ding ist riesengroß, paar Millionen Lichtjahre, 60 Galaxien sind da innen entdeckt worden. Irgend so eine Staubwolke, die zieht da rum und ich habe den Verdacht, dass dieser Schatten, der ist, kehrt auch noch zu dem Objekt. Das heißt, es ist so ein richtiger Nippel. Hier ein Nippel und dann geht es hier wunderschön rum. So zieht es daher, macht vorne zu, geht hinten auf. Also, gehen wir ein Stück weiter. Laniakea. Das ist der erste. Also hier zieht es uns Richtung Ding. Great Attractor. Er muss irgendwo hier sein. Da gehen wir also hin. In den nächsten 14 Milliarden Jahren. Wir alle zusammen. Ohne Probleme. Nichts kommt dazwischen. Kannst du drauf verlassen. Guck mal, da zieht es zusammen. Und was zieht die? Es zieht die nicht. Es zieht die nicht irgendeine Masse zusammen, sondern alle gemeinsam ziehen einander, machen die Hüllen kleiner umeinander. Und deshalb fahren sie mit.
Das ist ein schlechter Beweis. Hier müssten normalerweise 10.000 am Great Attractor 10.000 Galaxien sein, die so anziehen. Aber die ziehen ja in die Richtung, die ziehen ja irgendwie im Bogen rum. Also da rätseln sie rum, was zieht er an? Es zieht gemeinsam. Was gemeinsam ist, zieht an. Und jetzt kommt nochmal ein Nummer größer. Wo haben wir denn? Wo waren wir jetzt? Da. Das ist also die ganz große Nummer. Das da. Das war der. Schon im Weltall, super weit. Mein Gott, wo haben wir jetzt? Laniakea. Was ist der da? Oh je, durcheinanderbracht. Also lassen wir, es kommt noch mal ein harter. Vielleicht finde ich es noch. Also so sieht es aus. Zieht zusammen und geht auseinander. Zieht zusammen, bildet schwarze Löcher, die explodieren, hauen ihr ganz Material in Neutrinos aus. Das sind aber auch ganz normale, umeinende Materie. Es gibt nur äußere. Aber sie sind wieder gleich verteilt. Schluss ist mit schweren Elementen. Schon ist wieder feiner Staub unterwegs. Das sind also die ganz großen Dimensionen. Und das, der Highlight habe ich, da glaube ich, Spendu. Okay, gar nichts machen.